Hey Leute, in der letzten Kenobi-Folge haben wir tatsächlich Obi-Wans alten Meister Qui-Gon Jinn in Gestalt eines Machtgeistes gesehen. Und mir hat dieser Moment super gefallen. Nicht nur, weil ich Qui-Gon cool finde, sondern auch, weil es das erste Mal seit langem war, dass wir einen Machtgeist in Live-Action sehen konnten. Die Machtgeister sind meiner Meinung nach so interessant, dass sie hier auf jeden Fall mal ein eigenes Video verdienen. Und da ist es. Was genau sind Machtgeister? Wichtig hier zu wissen ist, dass ausschließlich Machtnutzer der hellen Seite Machtgeister werden können, zumindest im Kanon. Das heißt, für die Sith ist es unmöglich. Und selbst wenn man der hellen Seite angehört, muss man doch eine Ausbildung durchlaufen, die von den Machtpriesterinnen erstellt wurde. Qui-Gon war der Erste, der diese Ausbildung begonnen hat. Nach seinem Tod leitete er Yoda an, der dann auch von den Machtpriesterinnen unterrichtet wurde. Seine Aufgabe sollte es sein, andere Jedi in dieser Machtfähigkeit auszubilden. So, was heißt es jetzt genau, ein Machtgeist zu sein? Helle Machtnutzer, die Machtgeister geworden sind oder fachsprachlich ausgedrückt, nach ihrem Tod Teil der kosmischen Macht geworden sind, können ihr Bewusstsein damit bewahren und sich den Lebenden sichtbar offenbaren. Man kann sie dann bläulich schimmernd in ihrer alten Körperform sehen. Doch man kann sie nur dann sehen, wenn man eine Verbindung zur Macht hat. Das Coole an Machtgeistern ist, dass sie sogar teilweise mit ihrer Umwelt interagieren können. Zum Beispiel hat Yoda in Episode 8 mit Hilfe der Macht einen Blitz erzeugt, der die Baumbibliothek auf Ankh-To abfackelte. Aber was meine ich jetzt mit teilweise? Mit teilweise meine ich, dass Machtgeister nur solche Aktionen abziehen können, wenn sie sich an einem Ort befinden, an dem die Macht überaus stark ist. Beispielsweise diese Insel aus Episode 8. Aber die Machtgeister sind meist nicht so aktiv, sondern neigen eher dazu, die Lebenden zu lehren oder zu trösten. Alles klar, das ist alles, was man zu den Machtgeistern wissen muss. Und diesmal werde ich das Video mit einem Zitat von Obi-Wan abschließen. Du kannst nicht gewinnen, Das. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch entfernt vorstellen kannst.